Ja, wir haben das Sportwissenschaftliche Forum vom Sportbund Rheinland heute zum Thema Füße trainieren statt operieren. Dazu haben wir zwei Orthopäden auch eingeladen. Einmal Dr. Matthias Manke und einmal Dr. Patrick Julius. Jetzt habe ich die Reihenfolge auch drauf. Kurze Frage bzw. kurzes Interview dazu, was wir jetzt alles gehört haben heute. Wie kam es denn dazu? Ich fange mit Ihnen an, Herr Julius. Dass Sie den Fuß in den Mittelpunkt Ihrer Arbeit gesetzt haben. Für mich fing es wirklich in meiner Zeit in Norwegen an, als wirklich erstmal Fußbeschwerden waren. Ende 20, keine Probleme vorher gehabt und durch das ganze Langlaufen und ungewohnte Trainieren habe ich gedacht, das kann nicht sein, da ist nichts kaputt, ich muss was tun. Und dann habe ich erstmal mich repariert und dann eben gemerkt, dass ich das auch meinen Patienten auch weitergeben kann. Der Fuß ist das Fundament unseres Körpers, Herr Manke. Warum ist der Fuß so wichtig? Warum ist das Fundament so wichtig? Ja, wir machen alles mit unseren Füßen. Wir stehen drauf, wir tanzen, wir springen und der ist die Basis am gesamten Tag halt. Wir stehen damit morgens auf, laufen zum Bad, ja, gehen zur Arbeit, arbeiten vielleicht auch noch im Stehen, abends wieder zurück, vielleicht noch Sport. Der Fuß begleitet uns, aber wir schenken ihm keine Aufmerksamkeit. Und Herr Julius, Sie haben in dem Vortrag einen netten Satz gewählt, nämlich vom Nacken zum Hacken. Was verbirgt sich da dahinter, medizinisch gesehen vielleicht auch? Ja, medizinisch gesehen ist eben der Nacken und die Hacken, die sind zwar weit voneinander entfernt, aber nicht unverbunden miteinander. Es gibt wirklich Verbindungen, anatomisch nachweisbar und eben neuronal auch, die wirklich bis von den Fersen hochgehen zum Nacken bis zum Kopf. Ja, und das ist natürlich wichtig, dass wir das immer mit bedenken, wenn wir den Nacken oder die Hacken behandeln wollen, wenn da Probleme sind. Das eine kann vom anderen kommen. Das heißt, wir trainieren den Fuß die ganze Zeit. Wann fängt man am besten an mit Fußtraining oder wann sollte man vielleicht aufhören? Aufhören, wenn es weh tut und anfangen so früh wie möglich. Immer im Training bleiben. Das Wichtige ist wirklich, dass sie am besten konstant trainiert wird, bewegt wird. Bei den kleinen Kindern Stimulation, spielerisch und je älter man wird, macht man es im Rahmen des Sports. Und das Bewusstsein dafür schon so früh wie möglich zu wecken, das ist das Wichtige. Wenn wir Verletzungen haben, also es funktioniert mal nicht, wir haben gerade gehört, wenn es mal weh tut, bei welchen Verletzungen sollte man dann vielleicht auch, wenn man nicht direkt auf den Fuß kommt, vielleicht doch den Fuß mal in den Mittelpunkt, in den Blick, ins Blickfeld nehmen? Ja, also wir haben es gehört vom Kollegen Patrick, der Fuß hat Einwirkungen bis nach oben zum Kopf halt, Nackenschmerzen halt auch. Aber wenn wir einen schlechten Fuß haben, dann werden wir anfälliger in unserer gesamten Statik. Dann können Kniebeschwerden, Knieverletzungen entstehen, die Hüfte kann Probleme machen und letztendlich auch Rückenschmerzen. Überall greift der Fuß leider mit ein ins System und wenn wir irgendwo uns verletzen, dann müssen wir auf die Füße achten. Und Sie sind, Herr Manke, ja auch Mannschaftsarzt bei Bundesligavereinen, bei Fußball-Bundesligavereinen gewesen. Ja. Wird denn dem Fuß so allgemein im sportlichen Training genug Beachtung geschenkt? Nein, wird er nicht halt. Also der Rücken wird stabilisiert, weil wir alle wissen, wir brauchen eine gewisse Kernstabilität. Und der Fuß, gerade bei Fußball, ist das so eine Sache, im engen Schuhwerk, schlechtes Schuhwerk, dem wird nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Also da müssen wir schon als Mannschaftsarzt immer drauf achten, pflegt eure Füße. Eure Füße sind wichtig, ja, ihr schießt damit nicht schnell den Ball, sondern sie bilden das Fundament eures Körpers, also schätzt sie und trainiert sie. Und wenn wir jetzt im Training drin sind, wie sieht denn so ein perfektes Fuß-Workout aus? Wie lange sollte das sein? Welche Übungen sollten da drin sein? Ja, das Fuß-Workout kann man schön in den Tagesalltag integrieren. Morgens beim Zähneputzen kann ich mir ein Handtuch mit den Zehen halt zusammenziehen und dann wieder wegstrecken. Ich kann mich auf einem Balanceboard stellen, gucken, die Füße, die Fußmuskulatur, die kleinen und die großen Muskeln arbeiten, während ich mir die Zähne putze. Und ohne viel Aufwand kann man das integrieren, täglich vielleicht 5 bis 10 Minuten und schafft dafür aber Stabilität fürs ganze Leben. Dann gucken wir nochmal raus in die weite Welt, aber welche Videos gibt es denn vielleicht? Gibt es irgendwo schon Hilfestellungen, wo die Leute jetzt sagen können, die Übungsleiter, die für uns beim Sportbund Rheinland unterwegs sind oder in den Vereinen gerade unterwegs sind, können die irgendwo was finden, welche Übungen gemacht werden sollen, wenn sie jetzt gesagt haben, okay, ja, nur mit dem Fuß, Handtuch, ja, aber was gibt es noch mehr? Na gut, man kann halt googeln, man guckt halt nach Fußstabilität, Füße trainieren. Ja, wir selber packen es jetzt bald auf die Webseite, damit das wirklich verinnerlicht wird. Da sind die Amerikaner schon viel weiter. Ja, diese Handtuchübungen, wenn man einmal bei YouTube zum Beispiel drin ist, ja, Towel Toe Curls, Curls nennt sich das, wie Bizeps Curls halt. Man findet verschiedene Übungen, ja, die Fuß Stability halt suchen, dann findet man Übungen. Das ist noch sehr, ja, überschaulich gesät letztendlich, aber ich glaube, ja, aber wir haben uns zur Aufgabe gemacht, letztendlich da auch mal Videos aus deutschem Raum zu produzieren, damit wir Europäer uns auch daran orientieren können. Und dann so eine kleine
Abschlussfrage vom Sportbund Rheinland. Wie hat Ihnen das Sportwissenschaftliche Forum jetzt so als Referent oder aber auch mit Blick in den Zuschauerraum gefallen? Sehr gut. Wirklich top. Die Anreise hat sich absolut gelohnt. Wir sind ja viele hundert Kilometer angereist und hat sich wirklich toll zu sehen, wenn viele Leute da sind, wenn die Ränge gefüllt sind. Schön im Hörsaal auch mal zu unterrichten, macht richtig Spaß. Und tolle Fragen, tolles Feedback drumherum. Ganz sympathische, tolle, lockere Atmosphäre. So macht das wirklich Spaß. Ja. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Das Auditorium, die waren interessiert, die haben Fragen gestellt. Ja, das ist ein humorvolles Volk, wie wir feststellen konnten. Da können wir manchmal natürlich anecken, aber das war alles super. Ja, wir wurden herzlich empfangen, es ist gut organisiert. Also wir bedanken uns recht herzlich für die Einladung. Wir bedanken uns, dass Sie hier waren beim Sportwissenschaftlichen Forum vom Sportbund Rheinland und in der Sport in Form online und an allen anderen Kanälen des Sportbundes können weitere Inhalte erfahren werden. Vielen Dank. Danke auch. Gerne.